Ja. Kein so schönes Gefühl zu wissen, dass jederzeit ein Meteor auf dich einschlagen kann. Ja, das mag wohl sein. Aber ansonsten alles frisch. Hallo. Na, wie geht's euch? Ja, ganz gut. Kein schönes Gefühl. Kein schönes Gefühl zu wissen, dass jederzeit ein Meteor auf dich einpresseln kann. Ach so. Seid ihr wieder am Welt retten, ja? Yes, Sir. Was geht ab? Daniel hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Echo. Dem Spiel, in dem Nauri und ich auf einem kleinen Planeten ein Ökosystem am Laufen halten müssen und uns nebenbei so weit entwickeln müssen, dass wir vor seinem Aufprall einen Meteoriten zerstören. Bei diesem Projekt sind wir auf Teamspeak und lassen nebenbei einfach die Aufnahme laufen, ohne groß dabei auf den Entertainment-Faktor zu achten. Daher kommt das Kommentar dieses Mal wieder aus dem Off und man sieht mich teilweise mit nicht ganz idealen Gesichtsausdrücken. Bin drin. Wir hatten beim letzten Mal damit aufgehört, dass ich begann, Eisen und Kupfer zunächst zu schmelzen und danach weiter zu verarbeiten. Ah ja, ich stehe gerade den Amboss her. Nein. Doch es gab zwischendurch weitaus Wichtigeres zu tun. Nein. Wie gesagt, Eisenbarren waren das Ding und Kupferbarren. Oh! Oh, Schatzi! Komm auf die Brücke! Komm auf die Brücke! Welche Brücke? Die, wo du gebaut hast. So. Komm schnell! Schau dir das an! Ein Rentier! Jetzt ist es hinterm Berg verfahren. Ah ja. Ein Rentier, Schätzchen, ein Rentier. Es ist so hübsch. Ja, hier ist es. Hey! Mach einen Hotdog draus, Herr. Warum hast du das Rentier erschossen? Jetzt kannst du es von der Nähe betrachten. Es ist so schön gewesen, so majestätisch. Es sieht immer noch genauso aus wie vorher. Ist genug Platz im Inventar. Machst du die Kiste? Oh, guck mal, Schatzi. Wie sieht denn dein Inventar aus hier? Es war so schön. Jedenfalls haben wir hauptsächlich Metallerze abgebaut, diese mit Karren in unser Dorf gefahren, sie eingelagert und weiterverarbeitet, bis wir sie letztendlich zu Barren schmelzen konnten. Diese benötigen wir dann für bessere Werkzeuge und Baumaterialien, aber auch zur Herstellung von leeren Blättern für den Entwicklungstisch. Doch wir ahnten noch nicht die Gefahr. Meine Schwester und ihr Mann kamen kurzerhand vorbei und unterbrachen unser Spiel, um sich meine Switch auszuleihen. Aber diese Gefahr hatte ich gar nicht gemeint. Oh, es klingelt. Du brauchst ja keine Station dafür, ne? Also, nö, die kann man ja auch in unsere reinmachen. Jedenfalls baute ich mir ein neues Gebäude, um Platz zu haben für mein Sägewerk. Außerdem wollte ich herausfinden, ob die Windräder mehr Strom erzeugen, wenn sie höher hängen. Doch das war nicht der Fall. Und während ich mich um die wichtigen Dinge kümmerte, ja, du auch von mir, kümmerte Nauri sich um... Eine Badewanne. Warum sagst du mir sowas nicht? Aus Angst heraus, dass wir danach eine kriegen. Badewanne ist doch was Schönes. Im Leben haben wir auch genug. Eine Toilette und ein Waschbecken. Unser Haus ausbauen. Wir brauchen ein Badezimmer.
brauchen ein Scheißhaus. Ein Scheißhaus. Habe ich hier keine Rechte. Aber sie war selbstverständlich auch nützlich. Neben dem Eisenabbau sorgte Nauri für eine ausgewogene Mahlzeit. Sie levelte Kochen, Metzgern und erstellte eine Mühle. Guck mal, da steht die Mühle. Cool. Und was kann man damit machen? Sehe ich noch nicht, weil ich noch kein Strahl jetzt sehe. Bohnenpaste, Eichelpulver, Hefe. Extra. Also eigentlich nicht wirklich was, was wir brauchen, ne? Doch, dann kann ich backen. Wie gesagt. Nicht wahr? Was willst du sagen? Ja, dass wir es nicht unbedingt brauchen. Vielleicht gibt das Essen bessere Nahrung. Wieder? Schatz, wenn eines Tages dieser Meteor zerstört ist, da kannst du von mir aus so viel backen, wie du möchtest. Aber bis es soweit ist, ist das nicht nötig. Schiebst du mich gerade von meinem Crafting-Tisch weg? Nein, ich stehe auf dir. So sehr ich mich auch dagegen aussprach, letzten Endes fanden wir heraus, dass die ausgewogene Ernährung tatsächlich dafür sorgt, dass wir schneller leveln. Denn je höher unser Ausgewogenheitswert, desto mehr zusätzliche Erfahrung bekommen wir bei den Arbeiten. Es gibt ebenfalls einen Wert für ein gemütliches Zuhause, was tatsächlich auch eine Badewanne rechtfertigen würde. Aber das habe ich Nauri noch nicht gesagt. Du solltest wissen, fortgeschrittenes Schmelzen, ne? Ja, genau. Dazu brauchst du, ja, Metallwaffen. Wie bitte? Das gleiche, was ich jetzt gerade gebraucht habe, nur ich habe es 10-mal gebraucht, du brauchst 20-mal. Also Metallbarren und Kupferbarren, oder? 20 mal 10 Metallbarren und 20 mal 5 Kupferbarren. So leg ich mir am Arsch. Und auch diese Metall- und Kupferbarren besorgten wir, damit ich das fortgeschrittene Schmelzen erlernen konnte. Doch nun zu dem Problem. Bei der Verarbeitung von Erzen entstehen Endprodukte, genannt Wet Tailings, die dort, wo sie gelagert sind, den Boden verschmutzen. Zunächst dachte ich mir, ja, easy, ich mache die Dinger einfach in den Karren und das Problem ist gelöst. Oh, Schatzi. Wir haben ein Problem. Was denn? Kommst du mal kurz runter zur Fischerhütte? Also sofort einmal. Das Wasser wird auch angegriffen, wenn das Zeug in dem Wagen ist. Ah ja, ich seh's. Was machen wir denn damit? Vergraben. Weil dann wird's Grundwasser angegriffen, ne? Keine Ahnung. Ich könnte die Scheiße einfach ganz tief in meinen Schacht reinfahren. Wir haben die Scheiße also in meinen Minenschacht gefahren und dort erstmal verweilen lassen, nur um rauszufinden, dass auch das Wasser über diesem Schacht langsam begann, sich zu verfärben. Bodenverschmutzung, ja, da. Großer Punkt. Der ist auf deinem Gebiet, deswegen kann ich dir nicht jagen. Er wollte meinen Erzschatz sehen. Gut, dann habe ich mit ihm schon einiges gemeinsam. ja. Hallo YouTube. Soll ich mal vielleicht in meiner Mine, da ist ja fast nur Stein außenrum. Hm. Und ich bin auch schon sehr tief. Soll ich da einen Steinbunker hinbauen? Und genau, das tat sie. Während ich uns einen Weihnachtsbaum pflanzte und mich wieder meinem Sägewerk und meiner Mühle widmete. Ich habe mir jetzt ein Sägewerk in meine Mühle reingebaut. Und damit geht einiges. Bauholz, Bücherregal, große Holztür, eine Küche,
Für Bauholz brauche ich Nägel. Wie ist denn der Plan? Das hier soll die Rückwand werden, dann will ich noch eine Decke einziehen und das hier muss noch weg. Also auf die Höhe ungefähr. Hier. Dann will ich da ganz viele Wägen reinstellen. Allerdings schien unser Bunker für den Müll wieder nicht die richtigen Voraussetzungen zu haben, um die Bodenverschmutzung einzudämmen. Zunächst aber zu etwas Erfreulichem. Warum läufst du rückwärts? Ich weiß nicht. Öffne mal was Neues. So, wo ist das Ding? Oha. Lager. Kommst du? Wir konnten uns aus dem Metall einen angetriebenen Wagen machen, okay, der ein wenig mehr Fassungsvermögen als der Holzkarren hat und somit sehr nützlich war. Ist das Steuer? Angetriebener Wagen. Power. Ah, Kohle brauchst du wahrscheinlich. Burnable Fuel. Ja, Kohle habe ich massig. Okay, also er verbraucht nur Kohle, ne? Streng genommen dürfte da eigentlich nicht viel passieren, was die Umweltverschmutzung angeht. Weil die Lampen, die ich unten im Keller stehen habe, die verbrauchen auch Kohle. Und ich habe halt dann gegoogelt und die haben gesagt, es reicht, wenn 10 Schichten Stein außenrum sind, um die Hütte tief unten. Mhm. Aber das Wasser hier wird trotzdem noch so leicht rosa. Ich habe gedacht, ich bin der Brain, weißt du? Da stand von wegen hier Endprodukt. Beschädigt das und das und das und ich so, ja, kacke. Dann lasse ich den einfach im Wagen drin und dann passiert nichts. Dann habe ich den zu meinen Sachen gestellt und plötzlich ist das ganze Wasser lila geworden. Oh, shit. Brain Move. Ein richtiger Gott-Move. Ja, richtiger Daniel, der Gott-Move. Letzten Endes haben wir uns dazu entschlossen, den Bereich um das Endlager erstmal verrotten zu lassen. Solange er sich nicht vergrößert, haben wir gesagt, mach einfach. Okay, das Ding sieht so aus. Ich mach den Mechanikertisch. Mit dem Mechanikertisch machst du die Fertigungsstraße. Mit der Fertigungsstraße machen wir den Zementbrennofen. Und mit dem Zementbrennofen können wir Asphalt machen. Sehr schön. Und mit dem Zementbrennofen müsstet ihr auch Beton machen können, womit ihr ein Untergrundlager für Abfallstoffe aufbauen könntet. Was heißt ein Wave Room Tier? Ja, Raumgröße. Nee, okay, das ist oben drüber das. Room Tier. Mit den Quadratmetern, Schatzi. Ah. Also Holz, wie wir es hier haben, hat Tier von 1. Stein hat auch 1. Diese Baubretter, die ich habe, die haben zum Beispiel 2. Glas hat 2, genauso wie Ziegel. Und 3 wäre dann dieser Stahlbeton. So Faltstahl. Alles aus Stahl. Haben wir noch kein Haus, was Anforderungen von der Mechanikerbank erfüllt? Ich kann dir von diesen Baubrettern welche geben. Das neue Projekt sollte ein großes Lager sein, das eine entsprechende Raumanforderung für die neuen Werkbänke hat. Das neue Lager sollte groß genug sein, um letzten Endes alle neuen Tische darin aufzubewahren und es sollte näher an den Eisen- und Kupferminen dran sein als das bisherige Lager. Für die Herstellung von Ziegeln, die das erforderliche Tier 2 hatten, benötigten wir Lehm, was sehr mühsam abzubauen war. Ebenso wie Sand für Glas. Auch weiterverarbeitete Bretter, für die wir Nägel gebraucht haben, hatten diese erforderliche Stufe. Allerdings bauten wir das Lager zunächst mit den Tier 1 Materialien, die wir greifbar hatten, und haben dann nach und nach die Blöcke mit Tier 2 ausgestattet, um irgendwann den erforderlichen Wert von 1,7 bzw. später dann 1,8 zu erreichen. Gerade so ein neues Lager am machen.
Das wird huge. Weil du musst ab einem gewissen Grad musst du auch andere Wände für dein Haus benutzen. Wir haben am Anfang halt nur ganz normales Holz und so Steinwände machen können. Und jetzt hat Nauri so einen Tisch. Der braucht halt eine gewisse Wandstärke oder was, damit der da drin halt sich wohlfühlt. Ja, irgendwie eine und Holz und Stein haben jeweils einen Wert von 1. Und jetzt kann ich halt mit 1,7. Mit dem 1,4 brauchst du, glaube ich. Oder so. Jedenfalls brauchen wir halt jetzt Materialien dafür. Und dann haben wir Glas, was zum Beispiel Wert von 2 hat. Also wenn das ganze Haus aus Glas wäre, hätte es halt einen Wert von 2. Oh. Oder weiterverarbeitetes Holz oder Ziegelsteine. Und die sind dann alle nicht so leicht zu gärten. Und wir bauen jetzt halt so ein riesiges Lager daraus. Mann. Und ich bin gerade dabei, Dünger zu lernen. Und für Dünger braucht man Leder. So hieß es also, Sand schaufeln und Glas machen. Gegenüber der Halle richtete ich mir übrigens eine neue Schmiede ein, damit ich die ganzen Erze und Nebenprodukte dann fertig an das Lager liefern konnte. Wir haben 1,59. Million? Von 1,7. Und das Loch hier kann anscheinend offen bleiben. Was macht denn mit? Gut, das macht jetzt kein ganzes Prozent aus, aber das macht bestimmt was aus. Da sieht man so die Umrisse von dem Raum. Und das ist ein... Ich glaube, ich mach das mal. Was denn? Dass ich da, wie wir mal gesagt haben, diese Plattform drüber baue. Ich baute also, da ich darüber mal ein Video gesehen hatte, eine Plattform über den Bunker mit den Abfällen, um so möglicherweise die Verschmutzung einzudämmen. Es wird halt immer gezählt, so wie ich es mitbekomme. Da, wo sie gelagert sind, in Relation zu, was der höchste Punkt ist. Und dann gehen die davon aus, so und so tief ist das vergraben und dann macht es halt weniger Damage für die Umwelt. Da wir für unser neues Lager auch Strom benötigten, haben wir zunächst Windräder auf dem Dach platziert. Diese erzeugen für den momentanen Verbrauch genug Leistung, um die neuen Werkbänke anzutreiben. Aber am Rand stehen. Alles klar. Guck mal. Wir waren, wie gesagt, nebenbei auf Teamspeak und so kam auch der ein oder andere hin und wieder dazu. Und das war schon durchaus witzig. Alles okay, Digga? Was? Alles okay? Ja. Okay, mein Fett ist auf 2,3 hochgestiegen. Der ist immer noch bei 1,7. Mein Dingsbums-Bonus ist jetzt auf 1,4. Okay, die geht so schnell. Ich habe halt jetzt ein bisschen fettiger gegessen. Ich habe mir jetzt auch mal The Wild Campfire Salad geholt. Das gibt 8 Carb, 5 Protein, 4 Fett und 11 Vitamin. Das ist einigermaßen ausgewogen. Da muss man nur zwischendrin mal ein bisschen Fleisch essen und dann geht das. Ja, und ich?
Davon ist noch da. Davon kann ich auch noch machen. Ich bin hier am Butterfressen. Die gegrillten Würstchen geben wirklich viel Protein und viel Fett. Da musst du aufpassen. Das findest du aber auch nicht in vielen Spielen, von wegen, klar, viele sagen, du musst essen, die sagen aber nicht, dass du ausgewogen essen musst. Bei Dings gibt's das auch, bei, Green Hell? Ja, genau. Das wären dann aber auch die einzigen beiden Spiele, die mir in den Sinn kommen. Ja, ein anderes kenne ich auch nicht. Ob wir die Bodenverschmutzung eindämmen können? Ob der Meteorit rechtzeitig aufgehalten werden kann? Dazu sicher mehr in der nächsten Folge von Echo. Falls ihr übrigens Tipps und Ideen habt für uns, gerne in die Kommentare damit. Ansonsten natürlich vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal. Euer der Daniel. Ciao sehr.